Schauen wir uns die Dating-Show. Blind Date eskaliert, sie will keinen Influencer. Guten Morgen, Österreich. What's cracking in your mind with my brother Ante Rowe? What's breaking, bro? What's breaking bad? Oder? Bro, heute einfach Blind Date. Boah, Bruder, ich bin Liebe am Zittern, blind, Bruder. Bruder. So sieht's aus. Wir testen jetzt, wie es ist, wenn man sich nicht sieht. Man kennt ja diese unzähligen Formate und es werden jetzt... Mois hat beim Essen gekleckert und versucht es mit seiner Hand zu torchieren. Achtet mal drauf. Drei... Hier. Mädchen am Start. Leckernde Boss. Okay, Jungs. Ey, Jalous. Jalous ist dabei. Prinzip der Show ist einfach. Die Dame ist sowas wie ein Bachelor hier. Und die guckt, wer von euch ihrer Meinung nach am korrektesten klingt, obwohl sie euch nie gesehen hat. Und die wird euch ein paar Fragen fragen und ihr müsst sie ehrlich beantworten. Nicht nur, um ihr zu gefallen, sondern einfach so, wie ihr halt seid, weil sonst wird es nicht passen. Und ich glaube, er wird sie kriegen. Hier, mit Osmanenring. Und am Ende gibt es bei denen, die zusammengeblieben sind noch, also die letzten zwei, sie und noch einer hier, die werden damals gefragt. Und das weiß man erst am Ende. Perfekt. Okay? Ich würde sagen, du kannst eigentlich anfangen, aber du musst laut reden, leider. Nummer 1, wie alt bist du? Ich bin 21. Okay. Hast du Haustiere? Nein. Okay, Nummer 3. Wie ja. alt bist du? Ich bin 18. Okay. Oh. Nummer 1, du? Das hast du gerade ja, gesagt. Sorry. Nummer 2? Ich bin auch 21. Hast du Geschwister? Ich habe 3 kleine Geschwister, ja. Wie alt sind die? 16, 11 und 15. Und 15? Ja. Okay. Die sind alle mega süß, voilà. Das kannst du gerne mal kennenlernen. Okay, was bist du für ein Landsmann? Libanese. Okay, und Nummer 1 du? Ob ich Geschwister habe? Nein, ja, was Landsmann. Du? Ich bin Kurde. Woher? Aus Syrien. Ach so. Okay. Fast, Bruder. Fast. Woher? Aus Mardin? Nummer 3, du warst 18, ne? Genau. Okay, und woher bist du? Aus Kosovo. Hast du Geschwister? Ja, 8 Stück. Mashallah. 8 Stück? Du hast 8 Geschwister? Ja, ja. Okay, 6 das heißt... Jungs, 2 Mädchen. Ah, okay. Der Bruder ist aus einer sehr großen Familie. Wie groß bist du, Nummer 3? 1,75. Nummer 2? Unter 1,80 will ich ihn nicht. Memo HD ist deshalb 1,80. 1,85. Nummer 1? 1,85. Was macht ihr beruflich, Nummer 1? Ich studiere aktuell Bauingenieurwesen. Okay. Also das heißt, eingeschriebener Student für BAföG. Wenn er Bauingenieurwesen studiert. Okay, Nummer 2? Ich bin Influencer. Ich mache Social Media. Also bist du arbeitslos, ne? Nein. Der war mal her. Ich beantworte die Frage. Ich hatte einen sehr, sehr guten Job, aber ich habe den gekündigt für meine Influencer-Karriere. Und da hat es... Für meine Influencer-Karriere? Bruder, du machst TikTok. Du verdienst keine 10.000 im Monat. Also ich lebe davon eigentlich sehr gut. Also du hast wegen Influencer so gekündigt? Ich hatte einen sehr guten Job, und wo man gut das? Bezahlt wurde. Ich wollte Polizist werden, aber... Ich hatte einen guten Job, wo man bezahlt wird. Ich wollte Polizist werden. Wie geht das? Das macht gar keinen Sinn. Du wolltest Polizist werden, aber du hattest einen Job, in dem du gut bezahlt wirst. Einfach so eine Laberbacke, ne? Ja, dann habe ich da, wo ich jetzt, also meine Tätigkeiten, da mache ich ein bisschen mehr Geld und das gefällt mir auch ein bisschen mehr. Und ja, das ist jetzt mein Beruf und ich liebe das, ehrlich gesagt. Ja, weil du nicht hart arbeitest, ne? Ja. Ärger mich doch noch mehr, machst du das extra? Nein, ich bin nur ehrlich. Du bist lustig, holla. Ja, sie macht jetzt auch ein bisschen so einen auf cool, wisst ihr? Du hast eine schöne Stimme, aber. Dankeschön. Schleim. Und Nummer 3, was bist du für, was machst du beruflich? Ich bin Bäckerverkäufer. Bäcker? Ja, ja. Okay. Aber stehst du um 5 Uhr auf? Nee, um 4 Uhr. Echt? Oh. Ich auch.
Okay. So, die letzte Frage, dann wählst du einen aus. Ich glaube, du magst fast. Also, wie kann man darauf stolz sein, um 4 Uhr aufstehen zu müssen? Das beste Leben hat Jalous. Er steht um 15 Uhr auf, macht ein TikTok, steigt in den Boxring, blamiert sich und geht mit 50.000 nach Hause. Alle drei irgendwie? Ne, du magst keinen hier. Muss ich irgendjemanden trotzdem wählen? Ne, du musst einen jetzt rauswerfen. Pop, drei. Das ist süß. Nummer drei? Nummer drei ist es, sagst du? Ja. Was? Nummer drei, es tut mir leid. Du wurdest als erstes gefriendzoned. Mein Bruder, es tut mir sehr leid. Wir zeigen jetzt, wie Nummer drei aussah, von unserer Person her. Das wäre der Kollege Nummer drei. Hi. Wie heißt du nochmal? Hüseyin. Aber gib doch jüngstens die Hand, Digga. Auf den. So. Sie müssen jetzt heiraten. Er wollte, dass sie Sinner machen. Er meinte, gebt euch die Hand. Jetzt hast du quasi noch zwei. Und ich würde jetzt intensiver in die Materie reingehen und Fragen stellen, die dich interessieren würden, wenn du mit jemandem dich einmal treffen würdest. Nichts auf Krasses. Nicht. Du würdest nicht. Nein. Was machst du hier? Einfach so chillen, vielleicht Freundschaften. Auf. Hä? Also wollte sie Fame kriegen, aber sie wurde nicht verlinkt. Einfach freundschaftlich? Für Fame. Sie will selber TikTokerin werden. Welches Mädchen geht denn dahin, um am Ende nur freundschaftlich etwas mitzunehmen? Für Fame. Es gibt dafür keine andere Begründung. Auf Chill. Sonst Halal. Wir sind ja auch auf Halal hier. Also, okay. Deswegen wollen auch nichts Schlimmes. Ich rede auch auf ganz entspannt so vielleicht so in Vapiano Nudeln essen. Das ist noch okay, so auf den. Okay, deswegen, wenn du mit jemandem in Vapiano essen würdest, den du noch nicht kennst, was würdest du ihn fragen? Das musst du jetzt fragen. Nummer eins, wie lange ging deine Beziehung? Boah, meine letzte Beziehung ist ja schon seit 2 Jahren, also 2 Jahre her. Lügner, das sind diese Anfangslügen. 2 Jahre und danach ist es immer kürzer. Am Ende, wenn die Wahrheit rauskommt, dann war es auf einmal nur 2 Monate her. Oder nein, es war vor 2 Wochen, wie bei Ellie. Weil sie hat ganze 2 Wochen gewartet, bis sie einen Typen angeschrieben hat. Lügen, Mama. Das heutige Kennenlernen lebt nur vom Lügen, ne? Sei es Männer oder Frauen, da wird sich immer gegenseitig angelogen und da werden immer wichtige Informationen weggelassen. Ne? Damit man sagen kann, ich habe nicht gelogen, ich habe es lediglich weggelassen. Eine Beziehung und die ging fast 1,5 Jahre. Heiki, würdest du auch lügen? Ja, ich glaube, wenn du nicht lügst, dann gefällst du auch niemandem, ne? Oder nicht? So, ich glaube, das Lügen ist das heutige A und O einer Kennenlernphase. Da wird sich ja dusselig gelogen, so dass man sich hinterher noch nicht einmal mehr an seine Lügen erinnern kann und plötzlich Informationen rauskommen, die vorher anders erzählt werden. Ne? Man kann sich ja nicht alles im Kopf behalten. Okay. Und wieso hat's gescheitert? Ihre Eltern haben ein bisschen Stress gemacht. Und du warst Kurde? Ich bin Libanese. Achso, hast du Hobbys? Ich gehe gerne mit meinen. Hast du Hobbys? Also wenn du keine Hobbys hast, dann will ich dich nicht. Mein kleiner Bruder raus. Ich habe ein paar Freunde. Ich mache ein bisschen Boxen. Musik. Ich helfe meinem Vater im Laden. So normale Sachen eigentlich. Okay. Ich gehe gerne raus in andere Städte. Nummer 1, hast du Hobbys? Ich gehe gerne raus in andere Städte. Was ist das für ein Hobby? Hobbys? Ja klar. Ich habe mal eine Zeit lang Fußball gespielt und jetzt bin ich ja seit 1,5 Jahren in der Fitnessbranche drin. Also gehe Fitness gerne. Ich bin in der Fitnessbranche drin. Boah, das sind richtig diese Kanacken, die sich so gut ausdrücken wollen, aber dabei machen sie es nur noch viel schlimmer. Ich bin in der Fitnessbranche drin. Alter, bitte. Rollkragenpulli von Zara? Ein Haarschnitt, ein bisschen Bart, Augenbrauen gemacht. Und dann ist er schon der intellektuelle Hase mit Migrationshintergrund, der in der Fitnessbranche drin ist. Und du warst der Influencer? Nein. Okay. Das war Ey, die kann sich noch nicht einmal merken, wer was ist. Alter, Katastrophe, das Mädchen. Die Nummer 2. Du sagst, es riecht krass. Influencer. Das ist echt nice. Wir sind ab heute Influencer. Influencer. Aber wie ist deine Einstellung so, wenn dein Freund ein Influencer wäre? Nein. Ne? Aber wieso denkst du das? Er geht ja gar nicht richtig arbeiten.
Ja, diese Filme. Er geht ja nicht richtig arbeiten. Also wenn jetzt Mois, ne, mit seiner Reichweite, mit seinem Geld, mit seinem Erfolg, den er im Internet hat, den er sich hart erarbeitet hat, aufsteht und sagt, ey, Mädchen, so, willst du mich kennenlernen? Willst du mich heiraten oder was auch immer? Wird sie sagen, nö, du gehst ja gar nicht richtig arbeiten, ne? Du hast zwar Millionen auf dem Konto, aber mit dir will ich nichts zu tun haben. Das ist wieder zu viel Cha-Cha. Das mögen wir nicht, Leute. Heute ist zu viel Cha-Cha. Sagen wir mal, was meinst du damit? Also wenn das jetzt nicht klappt, dann hat er ja gar nichts in der Hand. Nein, aber darf ich einmal kurz davon ein bisschen reden? Ja. Also ich stehe auch jeden Morgen auf, so um 9 Uhr, etwas später als du vielleicht. Danach gehe ich jeden Morgen, nehme ich mir ein, zwei Freunde, wir gehen in andere Städte und wir machen. Nehme ich mir ein, zwei Freunde und wir gehen in andere Städte. Ey, wie oft will er noch erwähnen, dass er gerne in andere Städte abhängt? Sowas nennt man auch Penner. Videos, und diese Videos sehen auch sehr viele Leute. 10 Millionen, 12 Millionen, 1, 2 Millionen. 12 Millionen, jetzt will ich sehen, ob er 12 Millionen Aufrufe hat auf TikTok. Jaloux. Ey, bitte, bitte, Leute, bitte. Ich kann euch das doch direkt über Ding zeigen. Guck hier. Schau mal, Habibi. Der Bruder wollte Polizist werden. Er hatte einen guten Job. Ey, 27.000, 87.000, 80.000, 70.000, 40.000, 80.000, 80.000. Wo sehen das Millionen? Er hat kein Video mit 12 Millionen Aufrufe. Wo ist sein Video mit 12 Millionen? Und das ist wirklich nicht arbeitslos, weil jetzt gerade verdiene ich vielleicht ein bisschen mehr als ein Arzt. Und ich. Gerade verdiene ich ein bisschen mehr als ein Arzt. Hier verdienst du mehr als ein Arzt. Alter, du kriegst für 1 Million Klicks 80 Euro auf TikTok. Der macht im Monat, wenn es hochkommt, 3 Millionen Klicks, 240 Euro. Ich glaube nicht, dass man das arbeitslos nennen kann. Okay, und du warst 2? Ja. Und das, was das Ding ist auch, es ist zwar vielleicht nicht sicher, ein Influencer zu sein, weil wenn es morgen nicht klappt, aber ich verdiene das, was ein Arzt in 3 Jahren verdient in einem Monat. Aber wenn das nicht klappt, was dann? Es hat schon geklappt, wenn ich 200.000 diesen Monat habe. Und das ist mehr, als der Arzt in 3 Jahren verdient. Das heißt, in einem Monat habe ich eher 3 Jahre hinter mir. Okay. Aber das ist immer noch nicht sicher, ne? Also. Das ist halt noch nicht sicher. aber das Gute bei mir ist auch, ich arbeite fest mit 3, 4 sehr großen Firmen in Deutschland zusammen, wo ich jetzt einen 10-Jahres-Vertrag habe. Ey, ein 10-Jahres-Vertrag hat keiner. Was, wo ich jetzt einen 10-Jahres-Vertrag habe? Das will ich nochmal hören. Junge, du hast einen Vertrag unterschrieben bei irgendeiner Agentur, bei denen er 10 Jahre lang abdrücken muss. Bei mir ist auch, ich arbeite fest mit 3, 4 sehr großen Firmen in Deutschland zusammen, wo ich jetzt einen 10-Jahres-Vertrag habe. Nicht mal Cristiano Ronaldo hat einen 10-Jahres-Vertrag. Nicht mal Lionel Messi hat einen 10-Jahres-Vertrag. Ey, der Typ labert so viel Scheiße, ne? Einen 10-Jahres-Vertrag hast du höchstens beim Arbeitsamt oder beim Bürgergeld. Sympathischer überredet. Ja, schon. Ein bisschen, ne? So. Aber er hat ehrlich gesagt auch gepunktet, weil er gesagt hat, dass er Fitness macht und Student ist. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Natürlich. Ja, ob es auch ein Ende gibt, ne, mit Student. Also, ob er es durch. Ja. Ey, für sie ist alles schlecht. Ein Student, ein Typ, der studieren geht, ist schlecht. Ein Typ, der Influencer, ist es schlecht. Es ist gut, um 4 Uhr morgens jeden Morgen aufstehen zu müssen, damit man für 1.500 Euro arbeiten geht. Ey, bitte, Alter, was gucke ich mir hier gerade wieder an? Ja, ist aber auch schwer. Aber ich muss ja noch dazu sagen, ich bin ja auch noch im Bewerbungsprozess bei der Polizei. Ich habe letztens... Oh mein Gott. Jetzt ist er auch noch Polizist. Er lebt seinen Traum. Ey, Leute, noch nie so viel Blöffe auf einem Fleck gesehen. Letztes Jahr probiert, bin ja wegen einem Punkt durchgefallen. Leider hat nicht geklappt. Das ist gar nicht gut. Oh, ein Punkt, wegen einem Punkt. Durchgefallen ist durchgefallen. Ob es ein Punkt ist oder ob es 1000 Punkte sind, ist es am Ende scheißegal, weil durchgefallen ist durchgefallen. Ich sag dir ehrlich, ich schau mal kurz so. Die Nummer 1 an. Er sieht auch wirklich 1:1 aus wie so ein Polizist. Wirklich so. Polizist. Aber so Polizist. So. Nicht so breit wie ich, aber trotzdem Polizist. Ja, eine Frage noch, dann kannst du eigentlich dich entscheiden. Wann hast du Geburtstag Nummer 2? Im August.
Wie viel da? Am 23. Okay, und Nummer 1? 22.01. Okay. Okay, was sind das jetzt sternzeichenmäßig? Du hast Nein, ich hab das nicht. Du bist nicht so, ne? Ich hatte. Warum fragst du dann, wann sie Geburtstag haben, in welchem Monat? Und dann auch noch den Tag genau. Hä? Ich hatte schon Angst, dass du jetzt. Nein. Oh mein Gott, er ist wieder. So, letzte Frage: Sternzeichen. Okay, Nummer 1, hast du Humor? Klar. Hast du Humor? Kein Mensch auf dieser Welt wird dir mit Nein antworten. Hast du Humor? Man fragt, magst du schwarzen Humor? Magst du makaberen Humor? Genderst du gerne? Bist du Body Neutrality? Bist du Body Positivity? Die ist so dumm. Nein. Heike, bin ich ein so. Ey, da merkst du, ne? 4 Uhr morgens aufstehen ist jetzt auch nicht das Schlauste. Ja doch. Sag ihm, er soll einen Witz machen. Ja, mach mal einen Witz. So, spontan jetzt. Komm, Junge. Ey, ich habe jetzt nichts im Kopf. Also. Okay, also hast du keinen Humor. Natürlich, aber ist ja das erste Mal, dass ich hier vor der Kamera sitze. Alles gut, alles gut. Hast du okay. Anmachsprüche normal? Ich mag das nicht, wenn Männer auf Krampf Frauen überzeugen wollen. Nein, ehrlich nicht. Okay, dann. Oder vielleicht doch ein. Sag. Vielleicht ist er jetzt nicht so der Beste, ne? Aber wenn du ein Kartoffel wärst, dann wärst du ein Süßkartoffel. Ah. Wenn du ein Kartoffel wärst, dann wärst du ein Süßkartoffel. Bruder, bitte, 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 bitte. Das sind Videos, die du in 10 Jahren bereust. Vertrau mir. Ne? Also in 10 Jahren gucke ich gerne auf meine Mantelmaus-Videos und lache darüber. Aber wenn ich in 10 Jahren sehe, wie ich zu einem Mädchen sage, ey, du bist ein Kartoffel, du bist ein Süßkartoffel, dann bin ich wirklich... Leute! Ey, du willst doch mal hören, den Süßkartoffel-Spruch. Vielleicht ist er jetzt nicht so der Beste, ne? Aber wenn du ein Kartoffel wärst, dann wärst du ein Süßkartoffel. Wenn du ein Kartoffel wärst, dann wärst du ein Süßkartoffel. Ja, da ja, da ja, dem. Okay, hat Nummer 2 einen Witz. Ey, wie Mois auch da sitzen kann und die ganze Zeit versucht ernst zu bleiben. Bro, verunstalte dich deinen Kanal mit diesen Leuten. Lösch das Video. Aber ich mache jetzt gerne ein so Amasprüche, was wirkt ein bisschen cringe. Ja. Okay. Ja, okay, Nummer 1 geht raus. Sag dir ehrlich. Boah, du bist ein Kartoffel, du wirst ein Süßkartoffel. Kein Problem. Nummer 1 wäre auch eine stabile Wahl eigentlich. Wäre auch eine stabile Wahl. Wir zeigen ihr erstmal Nummer 1. Also ich glaube, Nummer 1 ist auch eher ihr Typ. Das hast du verloren. Dembre. Ahmed, wie er im Bilderbuch steht. Wie heißt du eigentlich noch? Hasan. Oh, man merkt richtig, wie sie auf seinen Körper schielt. Ja. Guck mal. Wie? Hasan. Hasan, gebt euch wenigstens Hand. Trotzdem sympathisch. Danke. Ist er dir jetzt, wo du ihn siehst, sympathisch? Kann ich nicht sagen, ich kenne ihn nicht richtig. Aber spürst Alter, Frauen lügen so. Aber der Lipliner, der sitzt auf jeden Fall. Ich hatte einen Unfall. Bist du bei Menschen, denn du gegenüber trittst nicht so gewisse Energien? Nein. Boah, das ist schwierig. Da muss ist das eigentlich Mobbing, was ich gerade mache, wenn ich mich darüber lustig mache, dass der Lipliner komisch aussieht? Ist das Mobbing? Oder darf ich diese Meinung äußern? Ich frage mich ernsthaft jetzt. Nee, jetzt, guck mal, jetzt wirklich, Leute, Spaß beiseite, weil ich bin halt von meinem Bildungsgrad als ehemaliger Sonderschüler, bin ich halt nicht so weit, ne? Und das meine ich gerade wirklich ernst. Ist es Mobbing, wenn ich darüber lache, dass ihr Lipliner komisch aussieht? Oder wie wird das eigentlich in der heutigen Gesellschaft angesehen? Weil man muss ja echt vorsichtig sein mit dem, was man sagt. Ja, dass es Ehrlichkeit ist, ist ja auch klar, natürlich, das wissen wir ja. Ne? Aber ob man das zum Ausdruck bringen darf, Ausdruck bringen darf, ja, Body Positivity. Genau, die letzten 2 Fragen, die du wichtig findest. Und wenn du dann sagst, gut, ich möchte den sehen, dann sagst du es mir, dann gucken wir uns den an. Wenn du sagst, Abi, ich will mit dem nichts zu tun haben, ich will ihn auch rauswerfen, dann werfen wir ihn raus. Die wird den ja sowieso kennen, ne? Wird ja wissen, wer Jalous ist, weil sie ist die TikTok-Zielgruppe. Ehrlich? Okay. Nummer 2, du bist sehr weit gekommen. Du bist sehr weit gekommen, Junge.
Ich hoffe, du bist nicht wegen deinen Abonnenten weit gekommen. Nein, ich hoffe auch nicht. Ich glaube, ich schätze sie auch nicht so ein. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, dass ich schätze die auch nicht so ein. Sie hat doch die ganze Zeit nur Fragen gestellt. Du hast überhaupt gar kein tieferes Gespräch mit ihr geführt, ne? Was ich auch rauskicken wird, weil sie von Anfang an, glaube ich, keinen der Jungs behalten wollte. Darum, glaube ich, ist das meine letzte Runde. Boah, Bruder, damit hast du einen krassen psychologischen Faktor rausgehauen, der sie jetzt in... Oh mein Gott, er hat das rausgehauen, wofür Mois jahrelang studiert hat. Ne? Wie wir ja alle wissen, ist er ein ehemaliger Psychologiestudent. ...in einem Raum in eine Ecke drängt. Nein. Mit seiner Aussage niemals. Nein, aber... Nein, mich kriegst du nicht. Nein, niemals. Oh, ich hab Köpfchen. Ich frage, wann hast du Geburtstag und an welchem Tag? Ja, super. Oh mein Gott, am 23. August, ich hab's mir jetzt gemerkt, will sie ihm was schenken. Der meint damit eigentlich, dass du vorurteilbehaftet gegenüber deinem Influencer-Job und allgemein der Sache hier bist. Nein, bin also ich gar nicht. Also musst du das Gegenteil beweisen hier. Es ist schon echt respektlos, wenn du so denkst. Oh, jetzt geht's. Boah. Denkst du wirklich so? Denkst du so? Also wenn du mich noch nicht gesehen hast und vielleicht meine Stimme dir nicht gefällt oder meine Art oder meine Antworten, dann hast du eigentlich recht. Also ich möchte mich jetzt nicht streiten oder so. Ja, ich streite mich auch gerade gar nicht mit. Oh mein Gott, das ist auch so ein toxisches Mädchen. Du merkst direkt an dieser Antwort, ich streite mich doch jetzt gerade auch gar nicht mit dir. Ja. Aber ich finde das süß, wie ihr diskutiert gerade, das ist schon... Aber Walla, du hast eine sehr schöne Stimme. Dankeschön. Und ein süßes Kichern. Okay. Okay. Ah, riecht ja romantisch. Mois hat davor was Grünes gegessen, Leute. Okay. Da. Spinat vielleicht? Nee, Spinat ist das nicht, dafür ist das so klein. Das ist ein kleines Stück Petersilie. Nee. Million Dollar Smile, ich bin eine Diva. Riecht der Romantiker. Hast du Haustiere? Ich habe eine Katze. Oh, er hat einen Löwen zu Hause. Ja, ich habe eine Katzenallergie. Oh, er gibt die Katze auf. Nein. Er gibt die Katze auf. Gibst du die Katze? Die Katze ist im Tierheim, sie wurde eingeschläfert. Katze auf. Die Katze gehört meiner Schwester. Er hat doch noch Humor. Ja. Er hat Humor. Ja. Letzte Frage. Wer ist dein Lieblingsfußballer? Ronaldo. Okay. Das hat sie irgendwie voll zum Lächeln gebracht, Bruder. So, als ob du sie stolz gemacht hast. Nein. Okay. Das war's dann. Ja. Willst du ihn sehen oder soll ich... Krass. Also ich erwarte wirklich normalerweise so bei einer Kennenlernphase irgendwie andere Fragen. Beruf, Familie, Ziele, ich weiß es nicht. Führt ein Gespräch über, also was ich auch sehr, sehr wichtig finde, ist natürlich immer über Politik zu reden, ne, bei einem Date, weil dann weißt du ja, wie die Person tickt, ne? Am Ende hast du da jemanden an deiner Seite, der dir dann sagt, der mit einer Chipstüte auf einer Couch sitzt, ne? Sei es Mann oder Frau und sagt, Body Positivity. Ja, du fettes Schwein, steh auf und mach Sport. Nix Body Positivity, Body für Zippy. Ich ja, nach Hause ich will ihn sehen. Du wirst ihn sehen? Ja. 3, 2. Ich kenn dich. Wie geht's alles? Ich kenn dich. Gut? Ja, bei dir? Auch sehr gut, danke schön. Ihr dürft euch anschauen, wenn nicht so. Du siehst echt hübsch aus, Mashallah. Dankeschön. Du auch. Dankeschön. Oh, du auch. Wow, okay. Ihr dürft jetzt ein paar Sekunden so miteinander talken. Ich habe schon etwas gebracht. Okay, ihr dürft nicht miteinander talken. Jetzt ist die Frage, die ich euch stellen werde am Ende der Folge. Das Ding ist, ihr habt jetzt ja miteinander ein bisschen gequatscht. Das war jetzt nicht lange, aber dadurch, dass ihr euch gar nicht gesehen habt, und zwischen euch eine Mauer war, konzentriert ihr euch nur auf den Kern des Charakters und es fühlt sich trotzdem an, als ob man lange miteinander geredet hat, obwohl sie Kunden waren eigentlich, weißt du mal? Und keiner hat sie gefragt, warum sie 4 Uhr morgens aufsteht, was ihr Job ist. Deswegen ist jetzt die Frage, hier ist ein 50 Euro Amazon Gutschein, halt den mal kurz, hier ist auch 50 Euro Amazon Gutschein. Ihr könnt jetzt sagen, Abi,
Wir haben uns jetzt gesehen, das war auch alles hübsch und süß und so. War eine Experience, ich gehe jetzt nach Hause und gebe meinen Amazon-Gutschein aus. Ich will den nie wieder sehen, er will dich nie wieder sehen. Alles cool, alles cool. Oder ihr sagt, scheiß auf den Amazon-Gutschein, in 3 Wochen gehe ich nach Rom. Und dort mache ich euch dann ein 2.500 Euro Traumdate. Ich darf nicht reisen. Sie darf nicht reisen von ihren Eltern aus. Gute Eltern, vernünftige Eltern. Du darfst nicht reisen. Nein, meine Eltern. In Deutschland. Ich darf trotzdem nichts über. Du darfst nirgendwo hin. Nein. Ja. Dass sie nirgends wohin darf, ist gelogen, weil sie ist ja jetzt auch gerade auf YouTube. Sie will einfach nur nicht Jalous das Herz brechen. Okay, dann würden wir dir ein 2.000-Euro-Date in Köln machen. Aber so krass, wie du es halt gar nicht vorstellen kannst. Okay. Und wir würden euch auch mitbegleiten, dass wir alles so mit Kamera auf Halal, du müsst... Also er ist Mahrem. Mois ist immer dabei. Du musst ihn auch nicht alleine ertragen, aber es wäre so auf lustig. Zum Beispiel beim Dinner, beim Essen. Wir sind natürlich auf Abstand. Ja, ja, natürlich. Aber weißt du wie? Nicht so, wie du denkst, so der Abstand, sondern die Hand und dann noch einmal umdrehen. Okay. Ab hier, so auf den Abstand. Weißt du, ich meine, ich würde auch aufpassen. Und jetzt könnt ihr euch quasi überlegen, ob ihr es wollt. Da drinnen wäre eine Karaoke-Bar vielleicht. Vielleicht so ein paar Stars, die wir kennen, die mit euch chillen. Eine krasse Bar, ein krasses Hotel, wo wir dann essen. Dies, das, so Sachen einfach. Okay. Und jetzt könnt ihr miteinander ein paar Sekunden reden und euch absprechen, ob ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, dann sagt ihr mir eure Entscheidung und ich gehe raus. Also wenn du was von Amazon brauchst, nein, bestell ich dir was. Brauch ich nicht. Brauchst du was? Nein, ich gebe das jetzt ab, glaube ich. Okay. Ihr habt schon entschieden? Ja. So schnell? Ja. Holy shit, Digga. Ich konnte nicht mal ein Zip. Oh, ihr gebt dir zurück. Ja. Das Date, sagst du. Du kriegst das Doppelte. Ich krieg das Doppelte. Also habt ihr ein Date in ein paar Wochen. Ja. Und wir kontaktieren euch. Wir nehmen eure Telefonnummern. Machen alles für euch fertig, so krass, wie man es machen kann. Und dann machen wir ein Traumdate mäßig. Okay. Auf 5 Sterne angelehnt. Mit Halal. Mit Halal natürlich. Deshalb okay. Ist Kamera dabei, damit man sieht, dass nicht mal so ein Kontakt entstanden ist. Okay, gut. Das war schon zu viel. Wir haben gerade mehr Haram getan. Also, wir haben gerade mehr Haram getan. Es tut mir leid. In dem Sinne. Wie heißt du nochmal? Essi, danke, dass du mitgemacht hast. Danke auch. Du hast sehr süß mitgemacht. Danke. Du hast auch tapfer wie ein Löwe geredet, nice. Bruder. Mein Löwe, mein Bär. Wie sagt er? Başla canım, Digga. Das war's. Jalous durfte nicht ihre Hand halten. Mois schon.